RTV Vorarlberg. Aktuell. Susanne Mirau, vielen Dank, dass Sie da sind. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben in Ihrem strengen Terminplan. Sie sind Diplompädagogin, Familienbegleiterin, Heilpraktikerin, Bloggerin, Autorin, alles Mögliche, aber auch dreifache Mutter. Vielleicht können Sie ganz kurz etwas zu Ihrer Person sagen. Was machen Sie? Wie schaut Ihr Arbeitsalltag aus? Genau, ich bin Bloggerin und Autorin und schreibe halt über Elternschaft und Kinder. Ich bin selbstständig und arbeite in Berlin und tariere immer so ein bisschen aus den Alltag mit Kindern und Arbeit. Sie sind dreifache Mutter, haben selbst Kinder. Jetzt ist die große Überschrift, die Eltern müssen Internet richtig nutzen. Was ist denn genau richtig? Das ist die schwierige Frage. Wir sehen einfach, dass Eltern im Internet einfach sehr stark soziale Bedürfnisse auch befriedigen, weil Eltern einfach sehr alleingelassen werden in unserer Gesellschaft. Also anders als früher, wo es halt noch das Dorf, das Netz gab, was sie aufgefangen hat, sind sie heute sehr vereinsamt. Das beschreiben auch sehr viele Eltern immer wieder, besonders Mütter, die halt in der Elternzeit sind zum ersten Mal und noch nicht viele Kontakte haben. Das kann halt das Internet auffangen. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, sich darin ein bisschen zu verlieren und auf die Gefahr des Internets reinzufallen. Und das ist halt das Schwierige, sich dort einen guten Weg zu finden und nicht das Medium an sich zu verteufeln, sondern halt einfach zu sehen, wie kann ich gut damit umgehen. Wie wir angesprochen haben, Eltern und Internet, das ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, zumindest häuft es sich so. Was kann man sagen, wieso das so ist? Hat das eben, wie Sie sagen, mit der Vergangenheit etwas zu tun, dass das etwas ganz Neues ist? Also es gibt verschiedene Untersuchungen darüber. Es gibt gerade eine neuere kanadische Studie, die eben sagt, dass das Problem tatsächlich das fehlende Soziale ist, was uns immer wieder dazu führt. Das ist ja auch das, was wir bei Facebook nutzen, bei Instagram, bei Twitter, der Austausch halt mit anderen. Und das fällt genau in diese Kerbe, die Eltern eben haben, dass sie sich halt einsam fühlen, Rat brauchen, Unterstützung und so weiter. Und deswegen wird es halt genutzt zu vielen. Wenn Sie sagen, die Eltern müssen das Internet richtig nutzen, das hat ja auch einen Effekt auf ihre Kinder oder auf ihre Erziehung. Hat das alles etwas mit dieser Medienerziehung zu tun, beziehungsweise was kann man denn da alles so machen? Das hängt halt alles zusammen. Wir sind von Anfang an Vorbild für unsere Kinder. Ich finde es wichtig, das Internet und Smartphone und so weiter nicht zu verteufeln, sondern halt wirklich gut damit umzugehen. Und es fängt aber bei den Eltern an, schon ganz am Anfang, wie sie das nutzen, was die Kinder halt sehen. Und es fängt auch damit an, wenn wir versuchen, unseren Kindern, wenn sie größer sind, etwas beizubringen über Privatsphäre, darauf, dass sie auf Fotos achten sollen und so weiter, dann ist es natürlich auch wichtig, wie gehen die Eltern schon von Anfang an damit um? Also zeigen sie irgendwie die Fotos von den Babys nackt auf Facebook oder gehen sie da von Anfang an eben bewusst mit um? So, und die Kinder können dann mit den Eltern zusammen wachsen in dieser Aufgabe. Jetzt, wie angesprochen, Sie sind selbst Mutter. Wie schaut es denn bei Ihnen aus zu Hause? Sagt man da, Smartphone gehört auf jeden Fall dazu? Schaut man sich das zusammen an? Beredet man das ganze Thema? Also wir sind auf jeden Fall eine internetaffine Familie, gehen da aber sehr bewusst mit um. Also wir haben Familienregeln sozusagen, die gelten für uns Eltern, aber auch für die Kinder, was halt die Nutzung betrifft. Denn die müssen wir uns auch halten und die Kinder dürfen auch sagen, wenn sie es gerade blöd finden oder dass wir halt das jetzt nicht benutzen sollen oder sie dürfen halt auch mitbestimmen, welche Fotos von ihnen gezeigt werden dürfen und so weiter. Und natürlich gehört es dazu und ich finde halt gut, dass sie so einen kreativen Umgang damit lernen. In der Schule können sie halt recherchieren, mein Kindergartenkind findet gerade Planeten, Universum toll, dann haben wir eine App und er weiß einfach viel mehr, welche Planeten irgendwie Gasform haben und irgendwelche Ringe drumherum als ich, weil er dann einfach nachfragt und wir zusammen uns das angucken. Also beruht auf sehr, sehr viel Kommunikation und gegenseitigem Austausch. Jetzt, wenn man sich die heutigen Schulen anschaut, so wird das ja den Schülern mehr oder weniger nicht beigebracht. Was muss dann da geschehen, dass so ein Resultat rauskommen kann oder was gibt es denn da für Verbesserungsvorschläge? Ich finde es wichtig, die Eltern mit einzubeziehen und ihnen wirklich zu erklären, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Manche sind ja da auch einfach noch sehr unwissend. Also die wissen nicht, was Instagram, Twitter oder sonst was ist.
Und ihnen einfach die Möglichkeiten zeigen, dass sie es halt selber erkunden. Sie können halt auch, wenn sie größere Kinder haben, einfach die Kinder um Hilfe bitten und sich auch was zeigen lassen. Und im Unterricht ist es natürlich auch wichtig, dass man halt Lehrer fortbildet oder auch Kitas, die solche Medien einsetzen zur Dokumentation. Oder ich habe schon gesehen, digitale Bilderrahmen, die es halt gibt, damit die Kinder die Eltern sehen können und so weiter. Also da gibt es viele kreative Möglichkeiten, wo man Fortbildung anbieten kann. Helfen diese Fortbildungen nur, wenn man sie ein-, zweimal macht, oder muss man das wirklich auffrischen, permanent durchziehen, quasi ganze Kurse ablegen, dass man das dann früher oder später begreifen kann oder will? Na, es ändert sich ja ständig. Also es gibt ja so viele Neuerungen immer wieder und gerade im Bereich von Computerspielen auch. Da müssen natürlich Lehrer auch am Ball bleiben und wissen, was da los ist, was halt gerade nachgefragt ist. Wenn Snapchat schon wieder vorbei ist, was ist der nächste Trend und so weiter. Jetzt Snapchat haben Sie angesprochen, Instagram, Facebook, das sind einfach die Social-Media-Portale, die es gibt. Wenn jetzt eine Mutter oder ein Vater sagt, sie haben zu viel Angst, zu viel gehört über diese Medien, über diesen ganzen Internetwahn, sage ich jetzt einmal, was kann man denn da zur Beruhigung sagen oder hilft einfach wieder die Kommunikation? Kommunikation ist einfach wichtig und halt auch dabei zu bleiben und Kinder auch zu fragen, was machst du eigentlich, was findest du gerade spannend, also je nach Alter, wie die Kinder dann auch noch das mögen und da mitmachen. Ansonsten können sich halt Eltern auch auf Portalen im Internet eigentlich ganz gut informieren oder es gibt auch passende Bücher, die es zu dem Thema gibt. Ganz abschließend, wir haben jetzt über Pro und Contra Internet, Social Media gesprochen. Ist das Internet nun für Sie Fluch oder Segen? Ich finde, es kann beides sein, es kommt halt tatsächlich auf die Nutzung drauf an. Gerade für Eltern kann das Internet auch ganz viel Unterstützung bieten. Einmal durch den Austausch mit anderen Informationen, aber auch Alltagssachen, sich Einkäufe nach Hause liefern lassen, Babybodies bestellen können und sowas alles. Also es gibt einfach viel Unterstützungsmöglichkeiten auch. Wir müssen es halt nur richtig benutzen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und Dankeschön für Ihre Zeit. Danke auch. Die Burgenaktion Vorarlberg wird für weitere 2 Jahre fortgeführt. Dies teilte heute Kulturlandesrat Christian Bernhard in einer Presseaussendung mit. Seit 2012 unterstützen das Land Vorarlberg, das Bundesdenkmalamt und der Vorarlberger Landesmuseumsverein in enger Zusammenarbeit den Erhalt und die Belebung von Burganlagen. Seither wurden 18 umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Jetzt geht das Projekt in eine dritte Förderphase mit einem Budget von rund 600.000 Euro. Radfahrer im Bregenzer Wald aufgepasst! Ab dem 7. Juni gibt es vom Vorarlberger Verkehrsverbund ein neues Busangebot für Fahrradfahrer. In einer 4-monatigen Testphase kann man das eigene Rad um 7 Euro pro Tag auf einem Anhänger eines Linienbusses transportieren lassen. Von Donnerstag bis Sonntag ist der Bus vom Schwarzacher Bahnhof aus im Bregenzer Wald unterwegs. Mehrere Informationen zu den Haltestellen finden Sie unter vmobil.at. Und noch zum Sport. Der SC Altach beruft Werner Grabherr als neuen Trainer. Der 32-jährige Riefensberger, welcher schon zweimal als Interimstrainer fungierte, übernimmt nun als jüngster Bundesliga-Trainer die Rheindörfler. Als Co-Trainer absolvierte er bereits 80 Spiele, als Interimstrainer 7 Partien. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Vier-Länder-Lieferantenbörse, dem Treffpunkt der Industrie und der Dienstleistungsbörse für Marketing und Kommunikation. Am 7. Juni in Dornbirn. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Der heutige Dienstag startet mit einigen Wolken und kurzen Schauern und Sonnenschein. Am Nachmittag nimmt das Gewitterrisiko zu und am Abend gehen in der nördlichen Gebirgsregion kräftige Gewitter nieder. Am Mittwoch wird es nochmals sommerlich heiß mit 29 Grad. Jedoch ist wie auch schon am Vortag die Gewittertätigkeit deutlich erhöht. Weiterhin unbeständig gestaltet sich der Donnerstag. Neben milden Temperaturen um 23 Grad gibt es immer wieder Regenschauer und Gewitter. Am Freitag bleibt es wechselhaft und mild. Den ganzen Tag über ziehen Regenschauer und teils Gewitter durchs Land bei maximal 21 Grad. Die Sonne kann sich hin und wieder zeigen, die Wolken dominieren jedoch. Auch der Samstag wird wechselhaft. Nach einem sonnigen Vormittag gibt es ab der Mittagsstunden schon wieder verbreitet erste Schauer und Gewitter. Es wird etwas wärmer mit 23 Grad.
Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von wettering.at.